Hallo ihr Lieben, aus gegebenem Anlass zeige ich euch mal mein kleines Repertoire, was ich im Auto jetzt immer mit mir führe. Ich habe nämlich gestern eine verletzte Katze gefunden, habe sie eingefangen und habe sie zum Tierarzt gebracht. Bevor ihr fragt, die Katze hat es leider nicht überlebt, aber immerhin wurde sie von ihren Schmerzen befreit, dass sie nicht elendig gestorben ist an der Straße. Ich habe mir daraufhin ein kleines Kit gemacht. Einmal hier eine größere Box für Katzen. Die Preise werden wir alle unten drunter schreiben, also hier irgendwo in dem Bereich werdet ihr die Preise sehen. Die hier hat 20 Euro gekostet. Summa summarum war ich bei knapp 97 Euro, also 100 Euro für alles, was ich euch jetzt zeigen werde. Und ich denke, so ein Kit wenigstens zu Hause zu haben, wenn man tierlieb ist oder wenn man Tiere hat, noch besser dabei zu haben, ist super. Falls ihr was rascheln hört, wir sind hier im Wald und mein Hundi versucht gerade, meinen Freund wieder zurück zur Herde zu bringen. Nicht wundern, er ist an einer langen Schleppleine. Er darf hier nicht frei rum. Also, ich fange da mal an mit dem, was ich alles habe. Also neben der großen Box habe ich noch eine kleine Transportbox. In dieser kleinen Transportbox kann man sehr gut Vögel, Eichhörnchen und andere Kleintiere transportieren. Dann habe ich daneben noch eine Wasserschale. Falls ein Nest gebaut werden muss für ein Vögelchen, das verletzt ist oder was zu trinken gegeben werden möchte. In jeder Box habe ich so eine Decke, um es einfach ein bisschen bequemer für die Tiere zu machen. Kann auch nicht schaden. Ich habe zwei unterschiedlich große Decken, einmal die kleine und einmal eine größere in der großen Box. Dann habe ich daneben noch diese Puppy-Tücher, kann ich jedem empfehlen. Die sind extra saugfest, die kosten 3,99 €. Die kleine Box hat 9,99 € gekostet, glaube ich. Die sind, falls das Tier verletzt ist und blutet, saugt es das Blut auf und sorgt dafür, dass die Decken oder anderes nicht zu sehr verdreckt werden. Auch falls das Tier aus Angst oder Panik Pipi oder Häufchen macht oder wenn es durch die Verletzung inkontinent ist. Dann habe ich noch, was wirklich jeder Hundebesitzer haben sollte, ein Erste-Hilfe-Set für Hunde. Hat auch so um die 10 Euro gekostet, glaube ich. Da sind alle möglichen Sachen drin, wie Verbände, eine Spritze, eine Zange, Zeckenzange, ein Erste-Hilfe-Buch für Tiere, wie man das zu machen hat. Einmal Handschuhe sind drin, dann ist hier noch eine Schnur drin fürs Maul, nochmal ein Verband, kleines Klebeband. In manch anderen ist noch Silberspray drin, was auch gut zur Desinfektion ist. Ansonsten kann man halt auch Desinfektionsspray dabei haben, was ja jeder im Moment dabei hat bei Corona. Dann haben wir gekauft. Moment. Plup, plup, plup. So. Handschuhe. Nicht lachen. Es ist die einzige Größe, die mir passt. Die sind jetzt Größe 5 für Kinder. Weil mein Freund aber auch öfter mit dabei ist, haben wir Handschuhe Größe 9 in Leder, weil die Tiere beißen könnten. Und welche in Größe 10, auch aus Leder. Falls die Tiere wirklich aus Angst aggressiv sind. Zu guter Letzt etwas, was ich jedem empfehlen kann, auch im Auto zu haben, ein Multifunktionswerkzeug. So. Das hier hat jetzt 20 Euro gekostet, also auch nicht zu teuer. Einmal hat man eine Zange, falls man irgendwas mal festhalten muss. Oder falls ihr im Wald spazieren geht und ihr seht irgendwo, jemand hat ein Tier festgebunden
oder ihr müsst was befreien. Hier ist eine Säge dabei. Es ist eine größere Säge. Es ist ein Torx dabei. So. Ein Dosenöffner ist mit drin. Ein Messer. Eine Pfeile, die ich jetzt nicht rauskriege. Wow. Und so weiter. Also da sind alle möglichen Sachen drin, um die zu befreien. Ja, so! Ja, so! Ah, super. So viel zum Thema Schleppleine. Ja. Ich gehe meinen Hund gerade einfangen. Bis gleich. Ich frage mich echt, wie der sich jedes Mal daraus befreit. So, da haben wir den Ausreißer mal eingefangen. Ich habe keine Ahnung, wie er fein gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie er diesen Haken loskriegt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er gerade einen kleinen Ausflug zu meinem Freund gemacht. Ja. Auf jeden Fall habe ich euch jetzt alles gezeigt, was in meinem Notfallkit, Erste-Hilfe-Kit für Tiere dabei ist. Alles passt auch gut in diese eine Box rein. Hat man also platzsparend. Und falls ihr ein Tier habt, Handschuhe sind wichtig, Decken sind wichtig. Mit einer Decke könnt ihr es auch verdunkeln, dass das Tier eher zur Ruhe kommt. Und tut dem Tier damit einen Gefallen. Bitte verschließt nicht die Augen. Fahrt nicht weiter, geht nicht weiter. Habt keine Angst, dem Tier Schaden zuzufügen, indem ihr es einfangt und zum Tierarzt bringt. Mein Tierarzt hat mir für gestern zum Beispiel gar nichts berechnet. Manche Tierärzte berechnen vielleicht was. Muss man anfragen. Aber viele, viele sind froh, dass es überhaupt Menschen gibt, die noch verletzte Tiere einsammeln und zu ihnen hinbringen. Es gibt auf YouTube auch einen großen Kanal, der heißt Tiernotruf. Und dort suchen sie extra Tiere, die verletzt sind, werden angerufen, werden informiert, fangen diese Tiere ein und bringen sie zur Auffangstation und zu Tierärzten, um zu verhindern, dass den Tieren etwas Schlimmes passiert oder dass sie elendig an ihren Verletzungen sterben müssen. Ihr würdet es auch nicht wollen, wenn man euch im Graben liegen lässt und verbluten lässt, vielleicht verhungern, verdursten, von einem Fuchs reißen lässt oder euch was anderes zustößt. Also denkt bitte dran, alles was ihr macht und jedes Tier, das ihr zu einem Tierarzt bringt, auch wenn es nur erlöst wird, es ist gerettet und dem Tier wurde geholfen. Das war's von mir. Mir war dieses Video persönlich sehr, sehr wichtig. Ich hoffe, ich habe euch zum Denken angeregt und ich hoffe, einige von euch haben auch Tiere und halten beim nächsten Mal, wenn sie irgendwo ein verletztes Tier sehen, an. Ich wünsche euch alles Gute. Denkt aber immer dran, Eigensicherung ist am wichtigsten. Und begebt euch nicht selbst in Gefahr für jemandem zu helfen. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.